Oh shit! Was hast du das gemacht? Jetzt bist du so runtergefahren, gell? Gleich bist du in den Augenbrauen los. Hallo, ich bin's Kim Lian und wir haben uns heute hier versammelt wegen euren Drogerie-Hass-Produkten. Schickt mir eure Drogerieprodukte, die für euch überhaupt nicht funktionieren und die ihr richtig kacke findet. Die meist eingeschickten Produkte habe ich in den Drogerien meines Vertrauens jetzt nachgekauft. Ich gebe euch wie immer so ein paar Tipps, wie ihr gehasste Fail-Produkte irgendwie besser verwenden könnt oder anders verwenden könnt, damit die Kohle nicht zum Fenster rausgeschmissen wurde. Insert spare auf meinem neuen Sommer-Hoodie. Spare. An dieser Stelle auch ein kleines Dankeschön. Ich freue mich riesig, dass meine Sommerkollektion Klamotten bei euch so gut ankommen. KimLian.com, ich pack's euch unten in die Infobox. Und wer weiß, vielleicht mache ich für meine nächste Kollektion auch solche Damenbinden-ähnlichen, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass ich demonetarisiert werde auf YouTube? Ich würde euch ja auch gern die Bilder zeigen, aber es ist einfach FSK 18. Die hält das wirklich so. Das gibt einen Strike. Es sind eben solche kleinen Dinger, die man dann quasi einklemmt untenrum. Es ist eine unparfümierte Intimauflage gegen feuchte Flecken in Slips. Okay, das Ganze ist wesentlich größer und dicker, als ich dachte. Auch wer beim Sport schwitzt, kennt das Problem. Und das Ganze funktioniert sowohl vorne rum als auch zwischen den Pobacken. Es ist eine rutschige Angelegenheit wohl. Macht Sinn, weil so Damenbinden, die man sich in den Slip reinklebt, die kleben eben, aber das da, gerade wenn es mit Feuchtigkeit und so, hier Flüssigkeiten. Wir probieren das jetzt zusammen aus. Bequem ist was anderes, wobei mittlerweile habe ich mich eigentlich auch schon wieder dran gewöhnt. Aber im ersten Moment ist es einfach wie so eine halt kunststoffmäßige Binde. Es ist ja nicht komplett Baumwolle oder so, es ist schon so Kunstfaser. Ja, wir werden einfach jetzt das Video fertig drehen und dann gibt es am Ende ein Fazit. Richtiger OnlyFans-Content heute hier. Sehr spannend finde ich diesen Bims-Schwamm. Entfernt Hornhaut und Schwielen. Denn ich glaube, das kennen wir alle aus unserer Kindheit von Oma und Opa. Die haben immer geschworen auf diese Steine. Back to the basics, Leute. Noch habe ich mir nicht wehgetan. Das fühlt sich halt einfach, das ist kein Stein. Bims Schwamm! Original wie so Styropor oder sowas. So, Freunde, und jetzt darf ich euch auf einen ganz besonders sexy Einblick einladen. Ach, guckt euch das an, ist das nicht geil? Ekelhaft. Hashtag Girls Who Lift Weight. Ja, Leute, das hat man davon, wenn man gerne mit Gewichten trainiert. Ist da irgendwas passiert, außer dass der Schwamm weniger geworden ist? Und das ist auch euer Feedback dazu. Es bröselt der Schwamm mehr ab als die Hornhaut, weil er einfach zu weich ist. Aber ich lasse mich jetzt davon nicht unterkriegen, Leute. Ihr habt völlig recht. Also, wenn das da schon nicht funktioniert, an den Füßen wird es erst recht nicht gehen. Okay, man kann das Ganze in Verbindung mit Wasser auch anscheinend perfekt verwenden, um irgendwelche Farbrückstände runter zu ribbeln. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber für die Pediküre ist es eher ungeeignet. Vielleicht taugt da dieses Fußparfum mehr. Ihr sagt, dass es überhaupt keinen Effekt auf Schweißlatschen hat. Also fresh. Nicht zu aufdringlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du die Schuhe ausziehst, plötzlich jeder sich so denkt, hat die sich wirklich die Füße einparfümiert? Und was gibt es da Besseres, um das zu testen, als meine Schuhe, die ich zum Laufen gehen verwende? Ja. Seine eigenen Gerüche findet man halt nie so wirklich schlimm. Leute, das ist ein Deo, das auf die Füße gehört, nicht in die Schuhe. Ein bisschen unangenehm ist es, wenn man beobachtet wird, wie man sich die nackten Füße mit einem Deo einsprüht, weil dann denkt jeder automatisch so, okay, sollte ich nicht lieber die Achseln behandeln, hat das solche Stinkefüße. Aber damit kann ich leben. Soweit ist es mir egal, was andere denken. Und immerhin rieche ich fresh. Okay, Leute, der Moment der Wahrheit. Was soll ich denn jetzt wirklich dann riechen nach 2 Stunden Sport? Hey, nice. Schaut kurz weg.
es riecht einfach nach gar nichts, Leute. Also was eure Beschwerde angeht, dass man trotzdem schwitzt. Ja, also geschwitzt habe ich definitiv auch, aber es riecht nicht. Ich glaube ja sowieso, dass man mit Deo nicht seine Körperporen irgendwie zugleistern sollte. Deshalb finde ich das eigentlich ganz okay. Vom Schweiß selber kriegen die anderen ja erst was mit, wenn es riecht eigentlich, was Socken betrifft. Also kann man schon aufbrauchen. Auch immer extrem spannend finde ich solche volumizing Lipglosse, die die Lippen irgendwie voller aussehen lassen sollen. Das hier soll laut Catrice sogar besser aussehen als gefakte Lippen. So, by the way, seht ihr diese coolen Ringe? Und überhaupt meinen ganzen Schmuck, Leute. Ohrstecker und so weiter. Leute, ja, wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich habe mein neues Schmucklabel relaunched als Urban Pieces. Da biete ich ja schon seit Jahren meinen eigenen Schmuck an, weil ich einfach irgendwann zu faul war, immer meinen Schmuck abzunehmen. Vom Duschen, vom ins Meer baden gehen, was auch immer. Ich wollte es auch beim Schlafen drauf lassen, ohne dass es sich eben verfärbt. Und genau diese Qualität, Leute, könnt ihr von Urban Pieces euch erwarten. Immer noch ziemlich surreal. Ich finde alle Designs so geil. Man kann die auch so cool kombinieren. Ein Traum! Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und ich merke gerade, es brennt so ein bisschen. Was ist da denn drin? Menthol und Chili-Extrakt. Okay, cool. Aber das Menthol, das kühlt das Ganze so ein bisschen und das Chili, das feuert so ein bisschen. Also wie ein Herd und eine Klimaanlage in einem. Und oh mein Gott, das ist einfach trocken geworden. Ja, da steht sogar, dass es trocknet. Das finde ich richtig geil eigentlich. Normalerweise gibt es solche Volumenglosse eben nur als Shiny-Glosse und nicht in matt. Wir sehen jetzt nebeneinander meine Lippen. Was sagt ihr? Sind sie hier voller oder nicht? You never know. XOXO. Ganz ehrlich, ich glaube, die halbe Miete, dass die Lippen voller aussehen bei solchen Glossen, ist halt einfach, dass sie plötzlich scheinen und dadurch praller wirken, weil auch die kleinen Rillen durch das Gloss aufgepolstert werden. Alles in allem kann ich das, glaube ich, weil es auch so klebrig ist, sehr als Lippenstift-Base verwenden. Ihr habt auch gesagt, dass es sehr austrocknend ist. Das finde ich jetzt nicht so. Es brennt und prickelt, aber dann kommt nichts dabei rum. Wozu leide ich dann? Leute, lasst mir an dieser Stelle auch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Help a girl out, come on. Jetzt wird's wieder richtig spannend, Freunde. Ich bin, wie wir wissen, ja sehr großer Fan von Enthaarungstools aller Art. Ah! Help! 1, 2, 3. Oh! Ah! Oh! Das lobe ich mir nochmal. Batterie ist sogar direkt dabei. Wie mache ich das jetzt an? Okay, was ist jetzt? Okay, Leute, was soll daran denn uncool sein? Okay, es ist wohl nicht besonders gründlich. Machen wir mal da. Ist das jetzt schon langsamer oder bilde ich mir das nur ein? Das Geräusch vorhin war doch anders, oder? Oha! Ich habe vorher nicht so sehr gewusst, dass ich doch Haare habe, die einen sehr großen Unterschied machen optisch. Ich finde es ganz geil. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass viele von euch sich vielleicht auch das ganze Gesicht rasieren. Das ist ja mittlerweile voll das Thing für Leute, die gerne so richtig ein Full Face of Make-up tragen, weil es dann einfach sich schöner ohne diese Pfirsichhärchen applizieren lässt. Aber das hier ist eigentlich mega praktisch für so Stellen wie zum Beispiel auch da. Also man muss dann schon so viermal drüber gehen. Und wenn du das ganze Gesicht machst, wirst du alt, aber auf einzelne Stellen. Die Frage ist nur, wie verhält sich das Ganze bei Leuten, die stärkere Haare im Gesicht haben? Guck mal. Gesichtshaarentferner. Mhm. Was hast du vor? Was machst du? Ich habe vor, dir deine Kante auf Null zu setzen. Na dann gönn dir. Wie er mich das wirklich machen lässt, geiler Scheiß. Ja, man muss halt wirklich 100-mal drüber gehen. Was sagst du? Der ist noch stiller gefühlt. Okay, ich mach schon gründlicher. Hoffentlich. 8 Euro bitte. Beschwerden auch noch hier. Bitte, ah. Sorry. Sie ist so ein langes Haar, hat sie so reingewuselt. Guck dich jetzt. Magst du mir die Knöchel enthaaren? Oh shit. Hast du es gemacht? Jetzt bist du so runtergefahren, gell? Gleich bist du deine Augenbrauen los. Was hast du gemacht? Was ist? Eh nix. Hab dich nur verarscht.
Etwas, nachdem ich länger suchen musste, das aber auch einige geschickt haben, ist diese Zahnpasta im Glas. Die soll wohl super viel Dreck machen bei der Anwendung und sehr seltsam schmecken. Das hier oben ist aus Aluminium, das hier aus Glas. Also eigentlich echt ultra nice verpackt. Und ist es weißer als vorher? Was sagen wir irgendwie im Display? Sehen die gerade schon ziemlich weiß aus. Aber im Spiegel sehe ich jetzt nicht den krassen Unterschied. Und ich fand den Geschmack eigentlich gar nicht übel. Also alle, die den Geschmack auch okay finden, ihr könnt einfach mit der Zahnbürste so in das Glas direkt reingehen. Ist jetzt nicht das Hygienischste, aber wie viele Leute verwenden jetzt meine Zahnpasta? Und dann erspart man sich das mit dem Spachtel auf die Zahnbürste und dass da was daneben geht, das kann ich mir gut vorstellen. Oh mein Gott, Leute, ich schulde euch auch noch ein Fazit zu diesem Ding hier. Zugegeben, ich war vorhin auf dem Klo und dann ist es im Klo gelandet. Ich weiß da auch nicht, ob das unbedingt das umweltfreundlichste ist, bei dem Material, aus dem das besteht. Ich denke mir so, lieber einmal mehr aufs Klo gehen, als ein toxisches Schocksyndrom zu riskieren. Das kann man nämlich kriegen, weil das halt alles zugeklebt ist mit dem. Denn man braucht einfach irgendwo auf Dauer Luft und sollte da keinen Stau verursachen. Oder ihr setzt einfach auf eine Binde, die allerdings unten im Höschen direkt klebt. Schaut jetzt gerne auch auf meinem Vlog-Kanal vorbei. Da ist wie jede Woche ein zweites Video von mir online gegangen. So ein bisschen Stuff aus meinem Alltag. Gerne auch abonnieren und kommentier unten unbedingt mal deine Pläne für die Ferien und für die Urlaubszeit. Ich hoffe, wir sehen uns auch in meinem Online-Shop für Schmuck bei meiner Sommerklamottenkollektion oder dann einfach im nächsten Video. Bye!